Andreas kommt schon gleich als erstes rein. Kochen mit drei Hunden und drei Bekloppten. Kochen bei Ingrid. Aber mit der Kamera scheint es ja ganz gut zu sein. Ich will es mal testen, dann kann ich nachher sehen, wie die Qualität ist. Kochen mit drei Hunden und drei... Ja, ich bin schon live. Ich habe ein Stativ auch bestellt schon. Für das Handy, weil mich das nervt. Ich muss meinen Slipper erstmal richten. Meine Hose rutscht. Aber wo sehe ich denn jetzt, wie viele Leute da sind? Dann sind wir ja mal, verprüft ihr jetzt mal den Spargel? Ja, ich prüfe gleich den Spargel. Ingrid, wolltest du denn jetzt Hallo sagen? Hallo. Meinen Zuschauern? Welche Zuschauer sind denn da? Ja, noch sind keine da, aber da kommen gleich bestimmt welche. Oder ich sehe es halt nicht. Warte, kann ich die Kamera drehen? Ja, würde eine alte Frau sehen. Warum nicht? Ingrid. Kochen im Hecken. Holger, geh du doch mal in die Kamera jetzt. Mach mal nicht so einfach schüchtern. In die Kamera. Mit dem Hintern, ne? Ich guck gleich, ob der Spargel gut ist. Ich muss mal kurz mein Handy dann aufstellen. Ja, sie guckt gleich, ob der Spargel gut ist. Nur, was ist jetzt? Der Spargel läuft über. Gar nicht läuft über. Leute, ich kann euch nur sagen, sowas nennt sich Spargelkochen. Das ist ein kleiner Vulkan. Hier wird vulkanisch gekocht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Ich sehe gar nicht, ob überhaupt jemand... Jessica hat jetzt hier eine neue Erfindung gemacht. Livestreaming? Und zwar hat sie Livestream mit einem Kaltgetränk, ne? Jason, danke für dein Follow. So, guck mal, ich krieg schon Follows. Siehst du? Und jetzt könnt ihr auch Jessica sehen. Die alten Ränder hier in der Küche stehen. Ja, die alten Ränder in der Küche stehen. Hallo. Oh, 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 oh. Milo, süß. Komm mal hier. Komm mal hier. Ja, ja. Was ist jetzt? Milo muss jetzt mal gucken. Ja, da. Da, Milo. Du bist ich der, weiß gar nicht, ob du man bist dich der da sehen kann. Ich muss gucken, ob der Spargel ist. Milo kocht am besten, ne? Polle, lass dich zufrieden. Na? Der kann noch ein bisschen, ehrlich. Ich schwör's euch. Lieber Mario, der kann doch. Oh, nee, aber sie sagt, er kann doch. Was soll man davon halten, wenn sie sagt, er kann doch? Siehst du, was ihr seht, das ist auf jeden Fall. Hallo, lass mal einen Stuhl holen. Milo. Milo, er kann doch. Milo ist der Prinz im Hexen. Ich fasse mal in die Kamera rein. Ich muss mal gucken. Da, ganz lieb, Bolle. Ganz lieb. Ganz lieb. Nein. Ganz lieb. So, die Hose Solatees ist auch bereit. Oh ja, was guckst du? Wir müssen noch eine Soße. Ich bin mir nicht darüber im Klaren, was das heute hier wird. Ja, ich auch noch nicht so ganz. Weil ja, ich sehe den Chat auch nicht mehr. Warum eigentlich? Doch, jetzt sehe ich den Chat. Hier machen wir die Kartoffeln rein. Oh, siehst du, guck mal, wir haben schon einen Zug. Guck mal, hier machen wir die Kartoffeln rein und hier die Soße. Die Soße. Und die Soße. Hier ist die Tim Melzer-Stange. Die ist ganz Hallo, wichtig. Machen wir keine Werbung hier, Ingrid. Ne? Tim Melzer bezahlt uns nicht dafür, dass wir Tim hier Werbung Melzer machen. Bezahlt uns nicht. So, ich wollte schon die ganze Zeit mal testen, weil ich wollte schon Livestream bei Stefan machen zu Hause, wenn ich streiche. Ja, warum nicht? Ja, wenn du Stefan streichelst, wird bestimmt interessant. Oh, Holger, nicht so ekelhaft jetzt hier. Nein, ist noch nicht nach 12. Ich bin ja nicht ekelhaft. So, bin mir nicht so sicher. Sind die denn schon reif? Ja, die streamen heute per Handy. Also alles mal so ein kleiner Test. Ich habe es auch reingeschrieben in die Beschreibung. Das ist Teststream. Ein Teststream. So. Du hast Spargel an deinem Lippe. Oder was auch immer das ist. Bolle. Hier. Bolle. Hier sind die. Die Dinger sind aber wirklich gut. Die sind gut, ne? Ja, die sind schlecht. Bolle, 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 Bolle. Das sind Frösche, das da ist doch keine Monster. Bolle. Ja, Bolle. Hier, ans Bein hin. Da siehst du. Nee, nee. Bolle. Ich mag den nicht. Ich mag den. Ja, er visiert Tutti immer so ein bisschen ich an. Ich mag die nicht. Oh ja? Er visiert Tutti immer so ein bisschen an, ne? Ja, ja, aber... Er schnüffelt auch an den Wunden. An den Wunden? Nicht wahr. Bolle, sei lieb. Nein. Bolle ist doch lieb. Ganz lieb, Bolle. Na, Tutti hat wieder gefurzt. Also. Und wer hat gefurzt? Ja, stimmt. Oh. Milo, mein Süßer. Komm du mal auf die Couch, Mann. Komm mal her. Da bist du in Sicherheit. Ja, aber da ist es so, so dunkel. Da machen wir nicht. Heute stehe ich mal nicht in der Küche. Ich sitze ja, hier gerade. Ja, ja, ja. Ah.
Finde ich sehr angenehm. Man sticht doch mit der Gabel. Ich habe das schon gemacht, Holger, gerade. Kannst du noch? Der geht noch, der Spargel, wirklich. Nein, der geht noch, ja. Nee, der Spargel, ich meine die Kartoffeln. Holger, du musst aber echt mal abnehmen, ne? In der Kamera bist du echt fett geworden. Ich habe... Das ist Seht original. Ihr das? Oha. Das ist original. Und der Witz bei der Sache ist, ich bin nicht schwanger. Wir haben hier vorhin eine hochschwangere Nachbarin gesehen, die ist eine Grazie gegen mich. Das macht Inge dann. Oh, das muss ich filmen. Ja. Oder Holger, du bist jetzt nicht mehr im Blickpunkt. Nee, das glaube ich. Das glaub ich. Oh. Ich filme nicht alles von Ingrids Einrichtung hier. Hallo. Ja, hi. Guck mal, das ist Milo, Leute. Und das ist Bolle, der alte Stinkschiegel. Und das ist mein Milo. Real life, real talk. Beiß mal in den Schwanz rein. Guck mal, der hat den halben Schwanz von Milo im Kunde. Milo, hör auf, nicht beißen. Nicht beißen. Wo ist du den Ball jetzt? Wo ist der Ball? Hast du den Ball? Ich kann gerade sagen, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Der ist unterm. Nee, doch nicht. Wo hast du den Ball? Ja, den Ball. Jetzt. Der hat den Ball im Mund. Okay. So, wie voll ist. Holger macht schon wieder Unsinn in der Küche. Holger, was? Holger, lass den Spargel in Ruhe. Das habe ich genau gesehen. Ob der Grüne schon durch ist. Du bist auch durch. Nicht nur der. Der Grüne ist für Tucci. Holger spinnt, oder was, Ingrid? Ja, der kann schon durch sein, der Grüne. Ja, das macht nichts. Und selbst wenn er noch weiter kocht, das macht nichts. Der fällt nicht auseinander. Bis der auseinanderfällt, der ist so hart. Tudi, pass auf da. Es ist immer das Gleiche, man wird total unter Druck. Ja, also Frauen an die Macht, ne? Ja, ja. Süße, du darfst noch nicht. Warum auch immer. Aber gleich. Aber gleich. Was viel wichtiger ist. Genau, Holger, was los? Du bist hier wenig in Action. Kannst du nicht zumindest ein bisschen rühren oder so? Soll ich so tun, als ob? Ah, warte, wir haben schon drei Zuschauer. Ja, mach doch. Also tun, als wäre Totti. Totti! Aber Totti muss eine Haube normalerweise aufmachen. Wie du auch, ne? Die ganzen Hundebälle allein schon. Quietsch, quietsch, quietsch. Mm, das riecht aber lecker nach deinem Dressing, Ingrid. Daran hat sie jahrelang gearbeitet, an dem Rezept. Das ist ein Geheimnis. Schön scharf wahrscheinlich. Dann riecht das lecker, schmeckt wahrscheinlich auch. Aber ich kann es nicht essen, weil es zu scharf ist. Nein, mach das! Die Kartoffeln sind auch noch nicht durch, Holger, da kannst du warten. Aber die grüne Ding da. Das ist scheißegal, Holger. Jeder weiß, dass grüner Spargel viel schneller reift. Ja, das ist doch trotzdem egal. Geh weg da, Holger! Achtung! Achtung! Ja, siehst du. Ja und? Das macht nichts. Ist der schon gut oder nicht? Der kann genauso lange drin bleiben wie die Kartoffeln. Wir stellen den runter und dann ist gut. Was sammeln die mal dazwischen? So geht das nicht. Guck mal, die Kartoffeln da sind, Holger. Bitte? Nein, die sind noch nicht gar. Ich habe gerade reingeschnappt. Aber nicht so wenig. Ich mach die nicht so wenig. Ich habe den Spargel ein bisschen runtergestellt. Die Kartoffeln sind da nicht. Juli, komm mal, nimm mal nicht. Also, was ist jetzt hier los? Alter, wir haben gar keine Lust, hier zuzuschauen heute. Ich weiß auch gar nicht, ob der Livestream. Ist ja auch so langweilig. Ich weiß auch gar nicht, ob der Livestream so überhaupt. Das ist auch aktiv. Ja, wenn Zuschauer da sind, muss der Livestream. Ja, der funktioniert, aber ich meine, wie die Qualität ist. Andreas ist da. Moin, Andreas. Die Qualität ist beschissen wahrscheinlich. Andreas, erzähl mal, wie ist so die Qualität über Handy? Wer ist Andreas? Andreas ist einer meiner treuesten Zuschauer. Dieses Rezept wird heute exklusiv nicht verraten. Wir sind bei Ingrid, Andreas, weil wir haben zu Spargelessen getroffen hier und ich habe gedacht, ich teste das mal spontan, wie das mit Handy ist. Ich gucke mir die Aufnahmen nachher auf YouTube an. Auf Twitch, meine. Der Witz bei der Sache, das ist ein jahrhundertaltes Rezept. Hallo, Andreas, ich habe ein XS. Also ich meine, wenn die Qualität nicht gut ist, ne? Ich zeige dir das, Moment. Ich zeige dir Ingrid gleich nochmal. Die hat knurrende Hunde, ne? Guck, Ingrid macht Blödsinn. Und Milo, das ist ein Schauspieler. Und Bolle guckt nur doof aus der Wäsche, ne? Der Arme, du. Bolle, Süßi. Süßilein. Oh, Milo, alte Ratte. Bolle,
Oder du bist so ein ganz Süßer, ne? Ein ganz Lieber. Guck mal, guck dir einfach zu. Süßi. Jetzt Schmerz. Ja, gib ihm doch mal den Ball, der arme Junge. Da. Das freut mich, Andreas. Dann kann ich ja doch mal einen Livestream draußen machen, wenn ich streiche. Ja, ich bin jetzt aber gerade im WLAN von Inge drin und die hat gutes WLAN. Ne, Holger? Ein super WLAN. Ich habe das eben getestet. Und zwar am mit Arsch hast du das getestet, Holger. Mit einem Fingertest, das kennt ihr sicher. Über den Router streichen. Ich habe auch schon ein Stativ bestellt, Andreas. Das heißt, ich kann das dann in den Garten stellen und Livestreams machen. Das ist nicht zu fassen. Aber ich muss erst mal gucken, ob Stefan so eine gute Internetleitung hat. Das ist natürlich so eine Sache. Obwohl, dann könntet ihr mal sehen, wie Jessica im Schweiße ihres Angesichts. Ich schwitze nie bei der Arbeit, weil ich arbeite extra langsam, damit ich nicht schwitze, oder? Das ist die Kunst. Ach so. Ja, Entschuldigung. Ich habe sie einmal schwitzen sehen beim Arbeiten, aber das war wahrscheinlich aus Versehen. Oder es war Wasser. Es war Wasser, was durch die Gegend gesprüht ist. Ich kann nicht sehen, was er schreibt. Moment, hast du dir was vorgenommen? Was meinst du jetzt? Streichen? Ja, ich war ja schon dabei, Andreas. Dann hat aber die... Was ist da unten? Was macht Tutti? Wie, was macht Tutti? Die muss bei dir sein. Nee. Die? Ist doch da bei dir in der Küche. Ach, da ist sie. Ja. Nicht, dass sie irgendwas frisst. Nein. Nee, die Farbe, das hat ja nicht so richtig funktioniert. Deswegen muss ich warten, bis Stefan jetzt neue bestellt. Holger, tu nicht so, als könntest du kochen. Macht man das so? Mache ich das so richtig? Ja, aber die habe ich Angst, wenn du so machst, weil dann landet was irgendwo anders, wo es nicht landen soll. Pass auf, Ball. Ja. Pass gut. Auf, Ball. Okay. Aber jetzt muss es ja irgendwie noch weitergehen hier, ne? Ah ja? Jetzt machen wir mal Schluss mit der Laberei. Jetzt wird mal gekocht. Jetzt wird jetzt wird vernünftig gekocht, das einzulammeln. Was wollen wir denn essen? Weihnachten oder was? Weihnachten auch, ja. Nee, das ist nicht bei Holger, Andreas. Das ist bei Ingrid. Wir sind bei Ingrid. Ingrid ist die blonde Frau da. Wenn wir bei mir wären, Ingrid dann ist diese hier. Wenn wir bei mir wären, dann würdet ihr am Geruch erkennen. Doch. Ja, bestimmt. Weil da riecht alles nach Hund. Genau. Während hier ja nur wenige Hunde anwesend sind. Schnack, schnack ist hier. Ich kriege Schnackatmung, ne, Tutti? Das dauert alles viel zu lange heute hier. Wie gesagt, Andreas, kurz mal testen, kurz mal reinschauen, wie das funktioniert über Handy. Ich wollte mal wissen, mit meinem damaligen SE war die Qualität sowas von beschissen. Da wollte ich mal wissen, wie die Qualität ist mit dem XS jetzt. So. Aber wollen wir die noch pellen, ja, die Kartoffel? Das ist gar keine Ahnung, Holger, vom XS. Was? Die müssen wir auch noch was pellen? Was machst du jetzt? Die Soße, die ist doch schon durch. Boah, Inge hat auch schon das Essen versalzen heute, also. Nein, ich gar nicht. Wird gleich sehr so, salzig. Jetzt ist Schluss jetzt hier. Das ist jetzt gar. Andreas, kennst du ja, ne? Wie, das ist jetzt gar? Ich bin der Meinung, das ist gar jetzt. Ja, der Spargel ist fertig, ja. Ja, dann gib mal für Tutti ein Stück. Ja, oh, Holger, das kannst du gleich immer noch machen. Dann können wir das ja ausmachen. Der weiß überhaupt gar nicht, du weißt gar nicht, wie die Zange funktioniert. Doch, weiß er. Woher weißt du das denn, Holger? Du, ich habe jahrelange Kocherfahrung. Ich weiß noch nicht so, Andreas. Ich habe ja vor knapp 5 Stunden schon Spargel gegessen. Also ich glaube, ich bin immer noch voll. Mach mal Tellerservice, ne? Komm. Tellerservice? Tellerservice, ja. Ich bin froh, dass ich hier sitze. Ja, ja, am Tresen, wie immer an der Bar sitzen. Genau, ich sitze am Tresen. Oh, Holger, ey. Was gab er was? Chaos, Holger, wirklich. Keine Ahnung. Du hast nicht gemerkt, du testest? Jetzt teste ich. Das ist für Tutti, das ist ein Spezialding. Machst du Teller? Moin, Mulliken. Ja, gut, okay. Aber das ist doch ich gar nicht bin gar, die heute hinter der Kamera sitzt. Wie, der ist nicht gar? Doch, der Weiße ist gar, der hängt schon so. Der hängt schon. Andreas, ich habe schon 2 Kilo zugenommen, ey. Der hängt schon, ja genau, das ist aber genau richtig, wenn der hängt. Nee, das ist der ekelhaft. Der muss nicht immer steif sein. Ich mach das so ein hängendes Zeug nicht. Ingrid! Nein! Das finde ich super, so ein hängendes Zeug. Also habt ihr gemerkt, ne? Ingrid mag nur
stattlichen. Oh nee, ist er viel zu weit. Guck mal, wie der hängt. Nein, der ist gut. Der muss hängen. Wenn ihn so. Oh nee, guck was mal, was heißt okay, Modi King? Wie schlaff. Da kommt er gar nicht mehr hoch. Der kommt gar nicht mehr hoch. Nee, so Kram esse ich nicht. Na doch. Nein, du wolltest bissfest haben, oder wie? Ja, klar. Nee, ich mag das nicht, wenn das. Der ist zu hart, glaub mir. Nee, dafür ist die Qualität von dem Spargel nicht so gut. So. Das ist ja wirklich schlimmer, das ist ja wie Albtraum. Modi King hat gefragt, ob Opi und Omi ist. Nein, Modi King. Wie Albtraum. Ja, Uropa. Nein, ist nicht Uropa. Opa und Oma. Das sind Bekannte von mir. Sehr enge Freunde. Sehr enge Freunde. Das sehr ist wie Familie. Etwas festeren. Mach das nicht so warum. Sie hat mit Absicht das Wort nicht gesagt. Warum sagst du das denn nicht? Aber guck mal, der Weiß ist perfekt, der Spargel. Ja, der Dicke. Der schön Dicke. Der muss doch ein bisschen. Also ich mag das nicht, wenn die zu hart sind. Also ich mach das nicht, wenn er so schlau ist. Ich hoffe, du hast noch. Okay, gut, dann werden wir mal auf die Couch gehen. Bolle! Nee, Bolle, du bleibst hier. Mal auf da. Und? Ihr kriegt den Rest nachher. Bolle! Komm her! Das ist ja so ein Schwabbelkram. Ja, aber Schwabbelkram ist doch gut, oder nicht? Nein. Ingrid, was machst du noch? Das ist exklusiv für Pudding. Wo ist dein Teller jetzt? Ich muss mal gucken, wo ich die Kamera jetzt mache. Wo ist dein Teller da? Weiß ich nicht. Weil Jessie sitzt sich natürlich gleich am Tisch, ne? Oder? Ja, ich habe mir gedacht, ein bisschen Licht kann nicht schaden. Bisschen Licht kann nicht schaden. So, hier einmal da. Wir haben schön mit mir Kartoffeln am besten. So. Ingrid, wieso hast du denn keinen Spargel? Die war damit zu schlapp. Ich esse nicht so einen schlappen Kram. Ist denn dein Ernst jetzt? Das muss bei mir steif sein. Das muss bei dir steif sein. Schlapper Kram essen. Ja, das muss schön fest sein. Ingrid, Mensch. Ja! Das ist aber auch, Jessica, jetzt darfst du einmal herkommen. Nein, das will ich nicht gucken, Holger. Wollt ihr was helfen, Ingrid? Nein, aber das nein. Überleg mal, wo ich die Kamera aufnehme. Ob das ich jetzt ist doch wichtig. Mach jetzt Schluss. Jetzt steht das 18 Minuten. Aha. 2, 4, 5. So, setz dich mal hin, Holger. Du stehst immer im Weg. Genau, du stehst immer im Weg, Holger. Leute, ich komme ja nachher nochmal auf Fortnite online, ne? Nur damit du Bescheid bist. Wer ist das? Ich. Achso, du bist das. Ich dachte, ich denke, da siehst du, wer da ist. Dann rechts siehst du den Chat, Ingrid. Welchen Chat? Da siehst du, was die Leute schreiben. Was schreiben die denn? Ingrid kann das sogar ohne Brille lesen. Was schreiben sie denn? Ingrid kann die kleinsten Kleinigkeiten lesen. Genau. Sind wir Opa und Oma jetzt, oder was? Ja. Oh, das ist ja wohl das allerletzte. Uropa. Das ist ja wohl das allerletzte. Uropa. Ich bin entsetzt. Es ist so, wie es ist. Soll ich noch was helfen, Ingrid? Nein. Ich setze mich trotzdem schon mal hin. Setz dich schon mal hin. Ich mache jetzt mal die Kartoffeln. Essen wir die jetzt mit Schale, ne? Ja. Nur liebe Sachen? Was meinst du? Jetzt kriege ich auch noch WhatsApp-Nachrichten. Du hast das eben gemerkt, ne? Oh, Holger, sag mal nicht so ein Scheiß. Es ist wichtig. Was die Prinzessin dazu sagt. Ich werde aber gleich Livestream ausmachen, Leute. Also, ja. Wir haben das ja mal jetzt so ausgetestet, ne, wie es so ist. Oh, nee. Das funktioniert anscheinend. Ja. Keine guckt an der Tür. Wer guckt? Also, wir sehen uns ja später auf Fortnite, wenn ihr Lust habt, Leute. Ne? Deswegen, ich mach dann mal die Kamera aus. Eins ist wichtig, oder das Wichtigste. Die Prinzessin hat... Holger, hast du noch was zu sagen? Ein Wort noch, die Prinzessin genau, später, hat jetzt eine extra Portion grünen Spargel bekommen. Ach, und das ist das, was wichtig ist. Holger sammelt schon wieder. Ingrid, komm. Ingrid, hast du heute gesagt, eine Dame, du hast eine Prinzessin. Bis später, Leute, Ingrid. Auf jeden Fall. Ich sag mal tschüss. Ich sag einfach tschüss. Ja. Was hast du gesagt? Die macht sowieso das, was sie will. Stream beenden, ja.